Grüßt euch, hier ist Dagmar mit Dagmars Lichtstark und im zweiten Teil der Videoserie über die Frequenzkontrolle. Und wir waren stehen geblieben bei der Frage, wer sind denn diejenigen, die überhaupt ein Interesse daran haben, die Bevölkerung zu kontrollieren oder das Bewusstsein der Bevölkerung zu kontrollieren über solche Frequenzeinwirkungen? Wer sind die? Und wir sind bei dem Begriff gewesen der sogenannten Neuen Weltordnung, der Vertreter der sogenannten Neuen Weltordnung oder NWO, New World Order. Und es geht dabei um die Vertreter der sogenannten Weltelite, also derjenigen Personen auf diesem Planeten, die die Macht innehaben, die Macht in Form von Regierungsgewalt, die Macht in Form von Besitz, die Macht in Form von Einfluss, die Macht in Form von auch spirituellem Einfluss. Das darf man nicht unterschätzen. Wir denken heute, wir leben im luftleeren Raum. Die Kirchen haben nicht mehr viel zu sagen. Viele Menschen haben keine große Beziehung mehr zu Gott. Und wir glauben, wir seien aufgeklärt. Alle möglichen okkulten Geschichten oder Einflussnahmen auf das Bewusstsein mit unlauteren Mitteln, das gehört ins Mittelalter, so denken viele. Aber das ist absolut nicht wahr. Denn diese Kreise, um die es geht, haben ein sehr ausgeprägtes System der spirituellen Einflussnahme, der okkulten Einflussnahme in diesem Fall. Also Einflussnahme auf das Bewusstsein der Menschen, Einflussnahme auf das Bewusstseinsfeld, das uns alle umgibt und ganz natürlich ganz konkrete Einflussnahme in Form von tatsächlich Macht ausüben auf unser tägliches Leben. Okay, wer sind die? Es sind in der Regel Vertreter der Hochfinanz, also der Bankenhäuser. Es sind Vertreter der Königshäuser. Es sind hohe Politiker, also die hohe Machtpositionen in der Politik innehaben. Es sind Menschen, die hohe Positionen innehaben in der Wirtschaft, in den Medien, in allen Gesellschaftsbereichen. Es sind auch Vertreter der Kirchen, insbesondere der katholischen Kirche. Und es gibt letztendlich keinen Bereich unseres Lebens, wo diese Personen nicht wirken. Also letztendlich, wenn man genau dahinter schaut, wird man heutzutage niemanden finden, der in sehr hoher Position ist, in jeglichem Bereich in der Welt, der nicht mit der Billigung dieser Personen im Hintergrund diese Position innehat, wenn er nicht gar speziell in diese Position von ihnen gebracht worden ist. Und das ist der Grund dafür, dass wir uns oft fragen, ja, warum tun die eigentlich nichts? Warum passiert hier nichts? Warum wird nichts verändert? Und wenn etwas verändert wird, dann wird es nicht zu unserem, zum allgemeinen Guten verändert oder im allgemeinen Interesse, sondern Politik ist heute oftmals degradiert zur Interessenvertretung. Und zwar die Interessen derer, die die Macht innehaben und die die Wirtschaftskraft haben und die das Geld haben, aber nicht die Interessen derer, die sie regieren, also der Bevölkerung. Und das hat System, das ist kein Zufall. Und das liegt eben daran, dass diese Vertreter in Politik, Wirtschaft und so weiter in der ganzen Gesellschaft Verbindungen haben zu anderen Personen, denen sie letztendlich mehr verpflichtet sind als der Bevölkerung. Und das ist eine Realität, die viele bestreiten. Wer dann sowas sagt, wird als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt oder wird lächerlich gemacht oder wird im schlimmen Fall abgesägt. Es ist also auch schon oft geschehen, dass Leute ihre Position verloren haben, wenn sie den Mund aufmachen. Also es ist ein offenes Geheimnis,
Und in der Tat wird das Geheimnis immer offener, weil wenn ihr mal schaut, dass heutzutage Politiker schon ganz offen oftmals zeigen, zu welcher Seite sie gehören, müsst ihr mal gucken, wen ihr da so sehen könnt, der bestimmte okkulte Zeichen macht und sich gar nicht mehr versteckt. Da gibt es auf meiner Playlist der NWO einige Videos, die sehr interessant sind, die ich euch empfehle, dass ihr mal diese Bilder seht, dann wisst ihr, was ihr von speziellen Personen zu halten habt, die letztendlich kein Hehl mehr daraus machen, wem sie eigentlich verpflichtet sind, wenn sie diese Zeichen machen. Gut. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, sind die sogenannten Blutlinien. Was heißt das denn? Das ist letztendlich ein Recht auf Macht, ein Recht auf Regierung, ein Recht auf Superiorität, also mehr, besser, größer sein als andere durch Geburt. Wir kennen das bei Königs, ja. Wer bei Königs geboren wird, ist automatisch eben auch in einer höheren Position. Und so ist es bei bestimmten Familien eben auch. Und zwar, das sind sogenannte 13 Blutlinien. Könnt ihr mal im Internet nachlesen, welche Familien da dazugehören, die letztendlich immer wieder aus deren Reihen eben wichtige Vertreter für Regierungen, für Politik, für unsere Gesellschaft kommen, weil sie den Anspruch haben, dass das ihr Geburtsrecht ist. So, und da sind wir eigentlich noch in einem ganz alten Bereich. Wir haben gedacht, wir hätten das überwunden mit den Königs und mit den Adeligen und mit den von Geburts wegen Bevorzugten, aber ich muss euch sagen, wir haben das immer noch. Und dass diese Personen, die letztendlich im Hintergrund ihre Macht ausüben, benutzen sehr gerne das Mittel der Frequenzkontrolle, um diese Machtposition weiter innehaben zu können. Und wenn ihr schaut, welche wichtigen Politiker eben auch diesen Kreisen verpflichtet sind, dann könnt ihr euch vorstellen, dass eben es nicht sehr weit her ist mit wirklicher Demokratie bei uns, sondern dass wir global eine Politik der Interessenvertretungen haben und eben der Interessen der Eliten und nicht der Interessen der Bevölkerung. Das ist leider so. So, letztendlich die das betreiben und die da die Fäden ziehen, sind vereinigt in sogenannten Geheimgesellschaften. Das sind die Freimaurer gewesen früher, das sind andere Gesellschaften, zum Beispiel die Tempelritter ganz früher gewesen und so weiter. Ich gehe da nicht drauf ein, weil da gibt es Leute, die machen das viel besser mit ganz tollen Videos. Ich empfehle euch da, wie gesagt, auch mal auf YouTube zu recherchieren. Und meine Playlists anzugucken, da ist eine Menge dazu zu sehen, weil das ist ein richtig großes Gebiet, aber sehr spannend und sehr aufschlussreich. Gut, nur ein ganz kurzer Hinweis: Wes Geistes Kind die Gründer von Amerika waren und Wes Geistes Kind Amerika heute immer noch ist, das könnt ihr sehen auf der berühmten 1-Dollar-Note. Der US-1-Dollar-Note, auf der steht, das, was hier alle verkünden, das Ziel ist die neue Weltordnung. Novus Ordo Seculorum, also die neue Weltordnung. Und man muss wissen, dass das ganz eindeutig ein Symbol ist und ein Ausdruck der sogenannten Illuminaten. Das ist ein Orden. Ein Geheimbund, der im 18. Jahrhundert gegründet worden ist in Deutschland, der dann im Lauf seiner Zeit verboten worden ist, der aber dann im Untergrund weitergearbeitet hat, sich mit den Freimaurern verbündet hat und heute eben ein weltweites Netz unterhält von Personen, die dieser Geheimgesellschaft verpflichtet sind und die die Ziele dieser geheimen Bünde verfolgen und eben nicht die Ziele der Allgemeinheit.
So, jetzt gucken wir mal weiter. Ja, wichtig zu wissen einfach wirklich, dass es keinen Bereich in unserer Gesellschaft gibt, der nicht unterwandert wäre und wo nicht letztendlich auf dieser geheimen Ebene regiert wird und geführt wird. Und da haben wir gar nicht viel zu melden als normale Bürger. Und schon dieses an sich ist eine Kontrolle der Frequenz, nämlich dadurch, dass die Entscheidungen, die dort getroffen werden, zu ganz bestimmten Auswirkungen führen in unserem täglichen Leben und ganz bestimmte Gefühlszustände, Lebenszustände, gesellschaftliche Umstände und so weiter geschaffen werden, die uns in ganz bestimmten Frequenzbereichen halten. Ich sage mal nachher nochmal genau, was man sich darunter vorzustellen hat, aber einfach ein bestimmter Kreis, über den hinaus wir nicht gelangen sollen. Ein bestimmter, ja, Gesellschaftsordnung, über die wir nicht hinauskommen sollen. Und die wird so erschaffen. Die ergibt sich nicht aus Versehen, so aus Entwicklung, sondern die wird erschaffen. Also, um was geht es denn da? Was wollen die denn erschaffen? Sie wollen erschaffen letztendlich eine ganz alte Sache, eine feudale Gesellschaft, die wir früher schon hatten, aber die soll im ganz tollen neuen Gewand daherkommen, sodass es keiner merkt, dass es eigentlich ganz alter Tobak ist, der hier verkündet wird, unter dem Mantel der neuen Weltordnung. Ja, es ist gar nicht neu, es ist uralt, nämlich es ist Feudalismus und Kommunismus. Was anderes ist es nicht. Also, es geht darum, sie möchten eine Ein-Welt-Regierung installieren, also letztendlich eine Diktatur von einer ganz kleinen Gruppe über die ganze Welt. Das ist das Ziel. Dann ist das Ziel, sie wollen eine Weltwährung installieren, dass es nur noch eine Währung gibt, nur noch ein Zahlungssystem und am liebsten ein bargeldloses, weil, was ist der Vorteil? Totale Kontrolle. Wenn es kein Bargeld mehr gibt und wenn alles nur noch elektronisch bezahlt werden kann, dann gibt es keinen Platz auf dieser Erde mehr, auf der wir sein können, ohne kontrolliert zu werden. Weil jegliche Bewegung in unserem Leben, die wir machen, über unsere Zahlungsmodalitäten sichtbar macht, wer wir sind, was wir machen, wo wir gerade uns aufhalten. Also das ist Kontrolle pur. So, drittes Ziel, eine Weltreligion. Ein religiöser Führer, ein neuer Messias, ein neuer Weltenguru, dem alle folgen. Das ist das nächste Ziel. Und all dieses verbrämt unter dem Mantel der Verbesserung der Lebensumstände, der Verbesserung der allgemeinen Zustände und der Verbesserung der Beziehungen unter den Menschen untereinander. Und wenn man aber es ganz genau anschaut, dann sehen wir, es ist nicht so, sondern es ist, wie gesagt, eine Diktatur. Und eine sehr kontrollierende, sehr unfreie Gesellschaft, die da erschaffen werden soll. Um das alles zu erreichen, arbeiten diese Kräfte, wie gesagt, im übertragenen Sinne mit Frequenzkontrolle, mit Kontrolle der Lebensumstände, der Gefühle, der geschichtlichen Ereignisse und all dessen, was unser Leben ausmacht. Und da sind wir wieder da, dass viele Leute sagen, ach, das ist doch ein Quatsch, das ist Verschwörungstheorie. Aber wenn ihr euch nah damit beschäftigt, dann seht ihr, es ist eben kein Quatsch und man kann es sehr wohl erkennen. Insbesondere, was sie tun, ist Geschichte zu erschaffen. Wir denken oft, wenn wir uns nicht genau damit beschäftigen, ja, das passiert eben. Ja, und da sind da die Bösen und da sind da die Guten und die machen, die haben das angestellt. Das Problem ist, dass die Kräfte sehr viel arbeiten mit sogenannten
falsche Flagge manövern. False flag. Das bedeutet, dass Geheimdienste Attentate, Terroranschläge und so weiter letztendlich selbst verüben und es dann anderen in die Schuhe geschoben wird. Das ist das False Flag. Und ihr müsst nur mal um euch schauen. Wir haben in letzter Zeit viele False Flag Manöver gehabt. Ich gehe da jetzt auch nicht im Einzelnen drauf ein. Unter anderem ganz berühmt der 9/11, also der Fall der Twin Towers. Da könnt ihr sehr viel im Internet dazu lesen, dass das letztendlich wirklich eine inszenierte Sache war. Dann die nächste Inszenierung in letzter Zeit war der Charlie Hebdo-Anschlag in Paris. Ja, und woran könnt ihr sehen, dass es wahrscheinlich False Flag ist, falsche Flagge, wenn sofort ein Schuldiger gefunden worden ist? Kaum ist es passiert, schreien sie schon, ah, wir wissen, wer es war, ah, die waren's. Ja, so schnell kann das kein Mensch noch mal herausfinden. Das Problem ist nur, die Bevölkerung denkt nicht. Ja, das funktioniert super. Ihr könnt also zum Beispiel sehen, die ganzen Weltkriege, also so viele waren es ja nicht, zwei Weltkriege sind letztendlich durch falsche Flagge-Manöver begonnen worden. Ihr könnt zum Beispiel sehen, dass die russische Revolution durch solche Manöver gestartet worden ist. Also alle ganz globalen Veränderungen in unserer Welt, auf unserer Erde, wenn man genau schaut, wurden gestartet durch geheime Aktionen von Interessengruppen, denen daran gelegen war, dass es zu Kriegsereignissen kommt, denen daran gelegen war, Regierungen zu stürzen, denen daran gelegen war, gesellschaftliche Umbrüche zu initiieren, wie zum Beispiel die russische Revolution. Ja, also es gibt ganz viel in der Hinsicht zu finden. Und Geschichte geschieht nicht, sondern sie wird gemacht. Und dadurch, dass sie gemacht wird und dadurch, dass Umstände erschaffen werden, findet eine Kontrolle der Frequenz, in Anführungszeichen, der Bevölkerung statt. Ja? Und auch indem Gefühle geschürt werden, indem Aggressionen geschürt werden, indem letztendlich auf das Bewusstsein Einfluss genommen wird der Leute, was sie zu etwas denken oder auch nicht, wird Einfluss genommen auf die Frequenz, Frequenzkontrolle. Ganz allgemein arbeiten sie mit dem Sehen von Zwist und Zwietracht nach dem Motto Teile und Herrsche. Ja? Es gibt auch das Wort, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Genau, und so wird es hier auf dieser Erde überall gemacht. Zwei streiten sich und der Dritte, nämlich die im Hintergrund, deren Interesse das in Wirklichkeit ist, die freuen sich. Ja, und das funktioniert auch wunderbar, weil man kann die Leute so schön anlügen, weil sie nicht denken. Auch das ein Resultat der Frequenzkontrolle, die überall stattfindet. Das Gehirn ist ausgeschaltet. Ja. Man kann heutzutage den Leuten den dicksten Bären aufbinden und sie merken es leider meistens nicht. Das ist eine Tatsache. Dann ein ganz, was machen Sie noch? Sie haben ein ganz, ganz übles, eine ganz üble Auffassung über Macht, wie man Macht nutzen darf. Und letztendlich der Spruch ist, der Zweck heiligt die Mittel. Ja, also Machiavellismus. Zum Erreichen eines bestimmten Zieles ist alles erlaubt. Auch Lügen, auch Töten, auch Morden, auch die eigenen Leute umbringen, alles erlaubt. Ja? Wenn ein bestimmtes Ziel zu erreichen ist, dann darf das mit allen Mitteln angestrebt und erreicht werden. Das ist auch Teil dieser Philosophie. Und wir können das, wenn wir genau schauen, eben auch finden, dass sehr häufig die eigene Bevölkerung geopfert wird oder bestimmte Menschen geopfert werden, um ein Ziel zu erreichen. Da
ist dann der einzelne Mensch nicht sehr viel wert, sondern das darüber liegende Interesse rechtfertigt das Unglück oder den Tod dieser Person oder des Personenkreises. So wird es eben auch häufig verfolgt. Was ist noch ein ganz großes Ziel dieser Verbindungen? Die Zerstörung der Verbindung des einzelnen Menschen zu seiner Seele und zu Gott. Und das machen sie auf ganz viele Art und Weise. Da sage ich, glaube ich, im nächsten Teil noch was dazu, sonst wird es nämlich wieder zu lang. Und das machen sie sehr gut, ja, weil sie einfach extrem viel Einfluss nehmen auf das Glaubenssystem, auf die Herzkraft der Menschen, auf die Verbindung zum Bewusstsein. Und die Masse der Menschheit hat diese Verbindung nicht mehr. Ja, ich denke, ich breche das hier jetzt mal ab und wir machen noch eine extra Video dazu, weil damit es nicht zu lang wird. Also im nächsten Teil werde ich darüber sprechen, wie nehmen Sie Einfluss, was tun Sie, wie erreichen Sie diese Frequenzkontrolle, was machen Sie eigentlich? Also bis zum nächsten Teil, macht's gut.